Wo haben wir das heute? Zum Beispiel, ich habe mal ein paar Beispiele aufgeführt. Transinduktion moderner Schamanen, Yoga, ein autogenes Training, ist ganz klar. Ja. Das ist Schamanismus, in reinster Form. Ja. Wo man hier sich konzentriert, wo man sich selbst entleert und wo man in einen Trance hineinkommt und dann dadurch andere Mächte, andere Kräfte in einem selbst auf einmal Gestalt gewinnen. Ich habe immer wieder erlebt, wenn jemand diese Dinge gemacht hat, Yoga und autogenes Training, dass die Menschen hinter okkulte Belastung hatten. Ja, weil sie mit diesen Geistern Kontakt aufgenommen haben. Und die fordern ihren Preis. Aber man kann frei werden davon. Hypnose. Hypnose ist das Gleiche, ja? Hypnose, das ist, denke ich, das Deutlichste. Ja, da sieht man ja, dass die Menschen in der Hypnose nicht mehr Herr ihrer eigenen Sinne sind. Und es gibt die Hypnose nicht nur beim Hypnotiseur, sondern es gibt auch eine Selbsthypnose und es gibt auch eine Halbhypnose. Ja, es gibt ja jede Menge Schattierungen mittlerweile. Und was ist da? Mandalas. Mandalas waren übrigens auch ein Mittel. Wo kommen die her, die Mandalas? Mandalas ausmalen. Mandalas ist ja diese runden Gebilde, ja, wo man dann die ausmalt und dann die. Das ist eine Punktkonzentration. Das kommt aus dem Schamanismus. Das haben die nicht erfunden, die heutige Pädagogik, sondern es kommt aus dem Schamanismus. Die Schamanen haben das Mandala ausgemalt. Warum? Ihre Vorstellung war, wenn sie das Mandala ausmalen, dass sie sich immer im Kreis um einen Punkt drehen und da eben, was die halbe Stunde lang, immer auf diesen Mittelpunkt sich konzentrieren. Und sie glaubten, dass dann ihre Seele, sie glaubten, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, dass ihre Seele dann durch den Mittelpunkt des Mandalas in die andere Welt hineinkommt, in die übernatürliche Welt und dort dann irgendwo in die, eine Seelenwanderung machen kann, den Körper verlassen kann. Ja? Das heißt, die Mandalas waren für sie eine Technik, um diese übernatürlichen, außerkörperlichen Erfahrungen zu machen. Ja? Und wenn die Kinder heute Mandalas ausmalen, es macht einen Unterschied, ob man ein Haus oder eine Kuh ausmalt oder ein Mandala ausmalt. Ja? Wenn man sich man muss nur mal ins Internet reingucken, von den Büchern, die Mandalas rausgeben, was die schreiben. Das ist eine Meditationstechnik, Mandalas malen. Und sie sagen ganz klar, es geht hier darum, zum eigenen Selbst zu finden, zur eigenen Mitte zu finden und sich selbst hier, das Göttliche in sich zu entdecken. Und also die ganze Beschreibung. Und allein schon, wenn man das liest, weiß man schon, was der Hintergrund ist. Aber Mandalas ausmalen ist etwas, was eine Technik ist, um den Menschen hier in einen Trance-Zustand hineinzubringen. Stille Übungen, Fantasiereisen. Das wird heute sehr häufig gemacht. Ja? Auf den Rücken legen, wird eine Kerze angezündet. Und dann Fantasiereise. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Meer und dann, ja, und dann am besten noch ein bisschen Meditationsmusik im Hintergrund und dann, ja, und dann, was interessant ist, das wird ja immer mehr gemacht, auch in den Schulen, ja, um die Kinder ruhig zu bekommen, diese stille Übungen, Fantasiereisen. Und dann kommt es immer häufiger, dass dann der Lehrer sagt, und jetzt stellt euch vor, da ist ein Geistführer. Der erklärt euch alles, was ihr seht. Ja, stellt euch vor, der redet jetzt zu euch und der sagt euch jetzt, das seht ihr und so weiter und jetzt fühlt ihr das und das was. Und es ist so, und für die Kinder, wenn die sich da jetzt hineinversetzen, für Kinder ist es so, dass ihre Fantasie, sie können sich später nicht mehr erinnern, was ihre Fantasie gewesen ist und was sie selbst erlebt haben. Und die Fantasie ist so stark, dass es für sie schwerfällt. Viel schwerer als wir Erwachsene, das zu unterscheiden. Und wenn sie sich vorstellen, wie ein anderes Wesen zu ihnen redet, ihnen Dinge erklärt, die sie sich jetzt vorstellen, was sie jetzt sehen, dann werden sie darauf vorbereitet, dass irgendwann wirklich jemand anfängt, zu ihnen zu reden. Das heißt, wenn wirklich sie auf einmal Stimmen hören, die ihnen Dinge erklären und ihnen sagen, dann ist das für sie ganz normal, weil sie es immer schon vorgestellt haben. Weil es in ihrem normalen Bereich ist. Das heißt, die Kinder werden hier programmiert für Kontakte mit dem Jenseits. Durch diese schamanistischen Techniken. Meistens geht es um einen ruhigen, abgedunkelten Raum, Kerzenlicht, das angezündet wird, Meditationsmusik und dann mit einer suggestiven Stimme wird dann den Kindern gesagt, was sie sich vorstellen sollen. Ja. Und es kommt wirklich so, dass die Kinder in diesem Moment in einem gewissen tranceartigen Zustand sind. Es gibt da so ein Buch über Fantasiereisen von Leuten, die das auch mitentwickelt haben. Ich habe den Namen jetzt gerade vergessen. Und die schreiben, jede Fantasiereise ist gleichzeitig ein Stück Trance, ein Stück Wegtreten des eigenen Geistes. Und sie sagen, wenn das nicht passiert, dann ist die Fantasiereise nicht richtig gewesen. Dann hat das nicht richtig gemacht, der Lehrer oder der Therapeut. Ja. Auch meistens Rückenlage, Augen schließen. Ja. Deswegen, wenn man irgendwo ist und sowas wird gemacht, sollte man nicht mitmachen. Gut, dann haben diese Schamanen mit Geistern Kontakt aufgenommen, kommuniziert. Das heißt, sie haben erstmal, durch den ersten Punkt, haben sie den Kontakt gesucht und irgendwann ist der Kontakt hergestellt und dann reden sie mit den Geistern. Das heißt, dass sie dann ihnen sagen, was sie haben wollen, was sie brauchen und die Geister antworten. Und wie geschieht diese Kommunikation? Durch gewisse Trachten, Masken, Trommeln, Tanzen, ja? Durch Schamanengesänge, Beschwörungsformeln und Mantren. Und gerade die Mantren, die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, dass sie ein bestimmtes Wort haben, was man immer wiederholt. Ja? Und dieses Wort sozusagen den ganzen Verstand, das gesamte menschliche Sein ausfüllen soll. Amulette. Hier haben gewisse Amulette, die gewisse Bedeutung haben, die gewisse... Und zwar sie glauben, die Schamanen glauben, dass durch Gegenstände Kräfte übertragen werden. Das heißt, sie setzen ihr Vertrauen auf irgendwelche Gegenstände, die ihnen helfen sollen. Das Interessante ist auch, dass es auch im Christentum mehr und mehr diese Art von Glauben gibt. Jesus sagt, wir sollen ihm vertrauen. Wir sollen ihn bitten um Kraft. Und wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir keine Hilfsmittel. Er sagt, wir sollen uns keine Bilder, deswegen sagt Gott auch, wir sollen keine Bilder machen und sie anbeten. Warum? Weil der Mensch ist geneigt, denn zu glauben, weil ich jetzt das habe, weil ich jetzt hier an meinem Haus ein Kruzifix hängen habe, deshalb wird jetzt hier nichts passieren. Weil auf meinem Haus draufsteht 2000 C plus B plus M, ja, 2009 da oben, deswegen wird jetzt hier kein Unheil übers Haus kommen. Weil ich an meinem Auto ein Kleeblatt oder ein Hufeisen gemacht habe, deswegen werde ich jetzt Glück haben. Ja? Oder der Fußballer hat ein Maskottchen, was er da stehen hat. Also was heute an Aberglauben, an Amuletten, was an der Welt los ist, das ist unglaublich. Das wird immer heftiger. Warum? Man tut sein Vertrauen setzen auf Dinge. Ja? Und wenn wir glauben, dass irgendwelche Reliquien oder irgendwelches heiliges Wasser oder irgendwelche anderen Dinge uns schützen oder uns helfen, dann sind wir genauso im Aberglauben drin wie die Schamanen. Uns kann kein heiliges Wasser und keine Dinge können uns helfen, sondern Gott sagt, wir sollen uns keine Abbilder machen und sie anbeten und ihnen vertrauen. Wir sollen zurück zum lebendigen Gott gehen. Und wenn wir zu Gott beten, dann brauchen wir keine Hilfsmittel dafür. Ja. Und das ist wichtig, ja, dass man sämtliche Hilfsmittel, die die Menschen sich selber krücken, die man macht, und die verführen alle dazu, dass man irgendwann in diesen materialistischen Glauben kommt, in diesen Schamanismus kommt. Tier- oder Menschenopfer bringen sie dann auch, ja, um hier mit den Geistern zu kommunizieren. Und die Geister auch mit ihnen reden dann. Ja. Und dann haben sie auch außerkörperliche Reisen. Sie haben den Eindruck, sie verlassen den Körper. Sie glauben, dass sie eine unsterbliche Seele haben, die dann durch gewisse Techniken, zum Beispiel Mandalas ausmalen oder andere Techniken oder durch ekstatische Dinge, durch den Trance, ihre Seele aus dem Körper rausgeht und dann haben sie den Eindruck, als würden sie irgendwo schweben, würden sich selbst von oben sehen und würden dann irgendwo anders hingehen und sehen auch wirklich tatsächlich Dinge, die irgendwo anders passieren. Und weil sie das ja wirklich wahrnehmen, glauben sie, es ist so. Aber was passiert da? Es ist nicht so. Erstens, die Bibel sagt, der Mensch hat keine unsterbliche Seele. Denn man muss einfach alle diese Dinge, die Hintergründe von diesen ganzen Praktiken sind, muss man einfach mit der Bibel prüfen. Denn was die Bibel sagt, das zählt. Und was mit hier nicht mit übereinstimmt, ist nicht wahr, ist nicht richtig und führt immer die Irre. Und deshalb, die Bibel sagt, der Mensch hat keine Seele. Die Bibel sagt, der Mensch ist eine Seele. In 1. Mose 2, Vers 7 heißt es, dass Gott den Menschen von Erde, vom Acker machte. Er blies in den Odem des Lebens in seine Nase und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, Gott hat Erde genommen, hat den Menschen geformt, hat ihm das Leben, die Lebenskraft eingehaucht und die Folge war, der ganze Mensch ist eine Seele. Und deswegen kann die Seele des Menschen nicht rausgehen, weil der Mensch generell die Seele ist. Was passiert hier bei denen wirklich? Sie haben den Eindruck, nur sie verlassen den Körper, aber es ist nicht wirklich so, sondern wenn sie in dieser Trancezustand sind, dann gibt Satan ihnen, die Dämonen, geben ihnen den Eindruck, eine Art Vision, eine dämonische Vision, dass sie glauben, sie wären jetzt woanders. Sie sehen Bilder in ihrem Kopf, die sie aber nur im Kopf sehen, die sie nicht in Wirklichkeit sehen. Und diese Bilder im Kopf kann ihnen Satan, die Dämonen können ihnen das einspielen. Genauso wie ich einen Film sehen kann und ich habe den Eindruck, wenn ich einen Film sehe, ich sehe jetzt das, was irgendwo anders passiert. Und so sehen sie in ihrem Kopf Bilder und sie glauben, das ist Wirklichkeit. Genau, wenn ich träume. Wenn ich träume, dann glaube ich ja, was ich jetzt träume, ist wirklich, oder? Und so glauben sie, dass was sie jetzt erleben, ist Wirklichkeit, aber es sind nur eingespielte Dinge im Gehirn, die von außen kommen.